Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Das wird jetzt ein kurzes Tutorial darüber, wie man Meterstücker mit relativ wenig Aufwand und ohne Spalter spalten kann. Wir haben Buchestücker, die sind relativ schön und auch angenehm von der Dicke her. Die sind nicht zu krass und auch keine Ästchen, weil die zu spalten lohnt sich nicht. Heute habe ich meinen Schwiegervater dabei, denn ihr wisst ja, alleine im Wald ist das nicht so optimal, zumal das auch gar nicht erlaubt ist, also zumindest nicht hier bei mir in der Gegend. Da gibt es direkt einen Platzverweis und wenn man das drauf anlegt und dann trotzdem nochmal alleine hingeht, dann gibt es hier gar kein Holz mehr für einen und man muss gucken, wo man seine Rohstoffe herbekommt. So, gehen wir ins Eingemachte. Wir kloppen jetzt mit dem Spalthammer ohne Keil einmal hier in die Fläche rein. Idealerweise reißt der Stamm dann einmal komplett ein und reißt hier oben dann nochmal mit, damit wir dann im Nachhinein von oben reinhauen können und idealerweise mit relativ wenig Schlägen und wenig Aufwand das Stück hier durchbekommen. Achtet bitte drauf, mit beiden Beinen seitlich zu stehen. Also nicht mit gespreizten Beinen über dem Holzstück stehen, weil wenn ihr nur auf einer Seite steht, halbiert ihr das Risiko, euch ins Bein zu hacken um 50%. Weil, naja, man kann jederzeit abrutschen. Ja. Das ist keine Garantie, dass man dann wirklich direkt trifft. Und man muss nur einen blöden Winkel haben, hat die Axt im Bein und dann ist das Theater groß. Wir fangen jetzt einfach mal an und hoffen, dass der gut durchgeht. Sonst wird es peinlich. So, wunderbar. Hier sieht man das jetzt schön. Ja, also er hat super gut getroffen. Der ist einmal hier komplett eingerissen. Hier oben auch mitgerissen. So, und jetzt stellen wir uns vor den Stamm und versuchen genau hier reinzutreffen. So, super, das war's schon. Ohne Keil, ohne Aufwand, ohne Spalter. Mit Spalter wäre es natürlich einfacher. Aber den haben wir nicht. So, bei den halben Stückern genau dasselbe. Einfach einmal vorne in die Fläche rein. Mit viel Glück geht er mit einem Schlag durch. Aber die sind nass wie Sau. Die wollen nicht so. An sich kein Hexenwerk. Wenn die nicht durchgehen, wenn die sich weigern oder sehr, sehr widerspenstig sind, kann man das Ganze auch mit einem Keil machen. Ich habe jetzt unglücklicherweise nur einen Stahlkeil dabei. Bei einem Stahlkeil ist das Problem, na, fokussier mal. So, man sieht es ja. Bei dem Stahlkeil ist das Problem, Stahl auf Stahl berstet. Da ist die Verletzungsgefahr immens hoch. Wenn da die Stücke abfliegen, wenn ihr die ins Gesicht bekommt, dann tut das ganz schön weh. Es ist unnötig, ein unnötiges Risiko, das man eingeht. Das ist mein absoluter Notfallkeil. Ich habe jetzt leider auch keinen anderen dabei. Wir werden gleich mal ein Stück nochmal mit Keil demonstrieren, ausnahmsweise. Ich empfehle euch Alukeile oder Keile mit Kunststoffkopf. Da könnt ihr unbesorgt draufkloppen. Da passiert auch nichts. Schutzbrille haben wir natürlich auch dabei. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass bei dem ein Stück nichts passiert. Deswegen lassen wir die ausnahmsweise mal weg. Das ist wirklich nur zu Demonstrationszwecken. Bei diesen Spiralspaltkeilen setze ich immer in der Mitte an. Wenn ihr normale Flachkeile habt, Spaltkeile, dann empfehle ich auf jeden Fall hier irgendwo seitlich anzusetzen, weil dann reißen die Stücker besser. Beim Durchspalten immer wieder darauf achten, dass ihr nicht auf den Keil kloppt. Das macht die Axt kaputt, das macht den Keil noch mehr kaputt. Und ich glaube nicht, dass ihr wirklich Interesse habt, jedes Mal eine neue Axt kaufen zu müssen. Oder die immer wieder nachzuschärfen, weil ihr da aus Versehen in den Keil reingekloppt habt. Zumal das halt natürlich auch wieder ein gewisses Verletzungsrisiko mit sich bringt. So, der ist jetzt halbiert. Der müsste jetzt eigentlich wunderbar auch ohne Keil durchgehen. Sieht man hier schön, wie der einreißt. Zack, durch. Warum wir die Holzstücke schon im Wald spalten, ist eigentlich relativ einfach erklärt. Wenn ihr Meterstücker schneidet, zum Beispiel, um das einfach mal etwas einfacher zu halten und ihr habt einen Ofen, wo 25 cm Stücke reinpassen,
dann schneidet ihr ja dann mit eurer Säge zu Hause aus einem Meter Stück vier einzelne Stücke. So, diese vier einzelnen Stücke müsstet ihr dann jeweils noch, sagen wir im Idealfall, je nachdem wie dick die Stämme sind, viermal spalten. So, das heißt, viermal spalten sind bei einem Meter Stück, die dann schon auf Ofenlänge geschnitten sind, sind 4, 8, 12, sind 16. Das heißt, ihr müsstet 16 mal spalten. Ja, das ist ein immenser Mehraufwand. Wenn ihr das Ganze schon im Wald macht, bei Meterstückern, dann spaltet ihr, je nachdem, wie die, was für ein Durchmesser die haben, ja, einmal, vielleicht, je nachdem, wie sie reißen, zweimal, maximal viermal, ja, dass ihr das Ganze dann viertelt. Beim Schneiden spart ihr euch halt natürlich dann die ganze Arbeit, das Ganze nochmal nachzuspalten. Ja, weil es ist ja quasi schon auf Ofengröße angepasst. Das muss ja dann nur noch in der Länge zurechtgestutzt werden. Und es ist einfach wirklich, das ist ein immenser Zeitfaktor, vor allem eine immense Zeitersparnis, wenn man das Ganze schon macht. Ganz davon abgesehen, dass Rundholz minimal schlechter trocknet als gespaltenes Holz. Also es gibt sich nicht sonderlich viel. Da gibt es auch eine Studie drüber, die könnte ich eigentlich mal raussuchen und euch die mal vorstellen. Ich spalte es, weil es einfach schöner aussieht. Es lässt sich wesentlich leichter aufsetzen.